Guten Morgen, Leute! Guten Mittag! So. Endlich ist mal ein bisschen Action hier auf Trinidad. Aber erstmal checkt ihr das gestrige Video von Ben hier oben ab. Oh ja. Nein, da Ben. Achso, das war ein mahnender Finger. Ah, okay. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Beach. Genau. I got to do what I got to do. Okay. Let's go. Yep, that's Harry. Hi, Harry. Hey, Eike. Hi. Nice to meet you. So, Leute, das ist unser Fahrer. Die machen sich darüber lustig, dass wir so muskulös sind. Aber nice. Wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem Weg zum Maracas Beach. Soll hier wohl der schönste Strand in ganz Trinidad sein. Das checken wir erstmal ab. Mit der Karre werden wir hier gefahren. Ben steigt schon ein. Und mal schauen, was uns so erwartet. So, was auch sehr interessant ist, ich habe gerade vom Fahrer so ein bisschen die Story über Trinidad erzählt. Ich rede mit den Leuten hier mal viel, wo sie herkommen, was sie hier machen, wie sie hergekommen sind, ob sie hier schon immer leben, ob sie hergezogen sind und so. Und er lebt schon hier seit seinen ersten Generationen hier auf Trinidad. Und zwar ist es so, dass hier Trinidad, wir haben auch gerade darüber gesprochen, dass wir hier wieder auf der linken Seite fahren und Curaçao muss man auf der rechten Seite fahren, Jamaika aber auch wieder linke Seite. Dass überall auf jeder karibischen Insel sind irgendwelche anderen Gesetze, andere Geschichten. Und es kommt daher, zum Beispiel jetzt hier auf Trinidad, die Geschichte war so, dass Trinidad erstmal, ich glaube, 300 Jahre lang von den Engländern beherrscht wurde, koloniert wurde. Dann irgendwann sind die Spanier gekommen und dann hat sich das Ganze wieder so ein bisschen Richtung Spanien ausgerichtet und jetzt geht das Ganze wieder mehr in die amerikanische Richtung. Also von den ursprünglichen Engländern, die 300 Jahre hier waren, haben sie natürlich so das meiste beigebracht bekommen, gelernt oder wie auch immer man das sagen möchte, aber so hat sich die Kultur hier natürlich entwickelt, deswegen fahren die hier links. Dann sind die Spanier gekommen, dann wurden die ganzen Städte umbenannt, zum Beispiel hier, wo wir jetzt wohnen, heißt Port of Spain oder Marava, das ist der Stadtteil, wo wir wohnen in Port of Spain. Hier sind sehr viele Städte und Namen auch Spanisch, aber trotzdem ist die Hauptsprache hier wieder Englisch, amerikanisches Englisch und das ist extrem schnell gesprochen. So dass, also Eike und ich, wir waren am Anfang echt der Meinung, das ist nicht Englisch, das ist eine andere Sprache. Das ging gar nicht, ey. Wir haben nichts verstanden, null. Mittlerweile... Entweder wir haben jetzt Leute kennengelernt, die langsamer und deutlicher sprechen, oder wir haben uns auch wieder daran gewöhnt, dass wir mittlerweile so ein bisschen auch wieder verstehen. Oder wir müssen es ihnen sagen, dass sie langsamer sprechen. Oder auch dann, also echt, die sprechen extrem schnelles Englisch und verschluckende Wörter dann genau, auch richtig, die ganze Zeit. So, und dann jetzt nochmal zu der Geschichte, zu der Hauptbevölkerung. Er ist nämlich indischer Abstammung und von den karibischen Inseln, wo wir jetzt waren, waren die meisten eigentlich immer Schwarze. Von den ursprünglichen Sklavereien, Sklavenhändlern, wurden die Schwarzen aus Afrika, wurden auf die Insel verschleppt, kann man eigentlich sagen, um dort dann diese Länder zu bevölkern und zu arbeiten für die. Also es waren ungefähr 5% der Bevölkerung, musst du dir vorstellen, 5% der Bevölkerung waren Europäer, Spanier, Engländer. Und der Rest waren alles nur Sklaven, die für die gearbeitet haben. Das ist richtig krass eigentlich. Und hier auf Trinidad war das so, dass hier auch die Afrikaner verschleppt wurden und als Sklaven hier gehalten wurden. Dann irgendwann hat man angefangen, weil die Sklaven irgendwann ausgegangen sind, so hat er es mir erzählt, die Afrikaner, dass man dann aus China die Chinesen her verschleppt hat, um sie hier arbeiten zu lassen. Allerdings die waren keine Sklaven, sondern zur Freiwilligkeit gekommen. Man hat aber dann gemerkt, dass die Chinesen nicht so arbeitswillig, arbeitslustig sind für diese Temperaturen hier, für die Länder der karibischen Inseln. Dann hat man angefangen aus Indien Arbeiter herzuholen, die haben dann so 5-Jahres-Verträge bekommen und jeder, der dann länger als 5 Jahre hier bleiben wollte, der hat die Regierung ein Stück Land aus Trinidad angeboten. Und so kommt es eben, dass aktuell die Hälfte der Bevölkerung indische Abstammung sind, die andere Hälfte afrikanische Abstammung, ein paar Europäer sind hier noch. Und eben dieser ganze Gesetzesmix aus allen möglichen verschiedenen Ländern. Irgendwelche Gesetze sind hier haben sich hier etabliert. Und dann eben auch die verschiedenen Sprachen. Das ist sehr interessant, wie so diese karibischen Inseln komplett zusammengewürfelt sind. Aus allem eigentlich. Tja, Leute, könnt ihr mal sehen, wie schnell man etwas erfahren kann, während ich 20 Sekunden beim ATM war. Siehst du? Ging ganz fix. Aber hast recht, Mann, hier ist echt alles zusammengefüllt. Ne? Alles voller Kolonien.
Wenn man sich das so anschaut, ey, überall ist was anderes am Start. Überall was anderes und es passt auch nie irgendwie zu dem, was sonst so. Ich bin mal gespannt. Genau, ich bin mal gespannt, wie es jetzt so weitergeht. Oh, hier muss man runterfallen. Boah, hier Leute. Nice. Yeah. You go come out and go. Yeah, wait. You have the golf course there. Yeah. So Leute, yeah. Wir müssen da jetzt mal raus und schauen uns das an. Heftig. Okay, nice. Also hier unten ist ein Golffeld. Ja, ist eine Golfanlage. Golfanlage und dort, was man hier sieht, diese Straßen, dort wohnen die Reichen aus Trinidad. Aber schau mal, hier oben, ich wette, dort oben ist wieder richtig schön alles kalt und verregnet, wenn man da oben jetzt in der Wolke ist. Ja, ganz oben, wo das Haus noch ist? Ja, genau. Nice. Beautiful! Heftig, Leute. Aber jetzt geht's weiter. Ab zum Strand. What beach is this we see in here? So, Leute, der nächste Aussichtspunkt hier. Las Cuevas? No, Las Cuevas is way on the other side. That one on the other side there? The one behind is Maracas. Oh, that's Maracas and Las Cuevas is a wrong. You have still have to go wrong. Mm-hmm. Boy, I haven't been here in years. What? Yeah, you got dizzy, but... Geil. Da hat jemand sich eine kleine Bude dorthin gebaut, Leute. Traumhaft. Wir müssen nur schauen, dass das Wetter noch besser wird. Dort in der zweiten Bucht, das ist hier die erste, in der zweiten Bucht rechts ist der Strand. Wir sind da am Strand von Maracas. Der ist genau gegenüber von uns. Es regnet aber jetzt gerade. Irgendwie war es das gerade mit dem guten Wetter. Mal schauen, wie wir es machen. Ich denke mal, wir laufen dann einfach mal im Regen dort rüber. Ich muss mal gucken, inwiefern ich das filmen kann, weil ich muss auch auf die Kamera aufpassen. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier an einem Bake and Shark Stand, steht da. Das heißt, wir können hier schön Hai im Dönerformat oder sowas essen. Mal schauen, vielleicht essen wir auch erst und gehen dann an den Strand. Auf jeden Fall würde ich halt gerne ein bisschen warten, bis es aufgehört hat zu regnen, auch wenn ich nicht wasserscheu bin. Aber ich würde die ganze Sache halt auch gerne für euch filmen. Deswegen müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Und dieses Kokosnusswasser, das probiere ich auch. Gibt's hier nicht. Habe ich gerade schon gefragt. Ja? Aber dieses Shark Sandwich gibt's. Ja, okay. Was meinst du? Wollen wir einfach durch den Regen da drüber? Ja, ich habe halt Kamera und Handy und alles dabei. Das soll jetzt nicht unbedingt nass werden. Ja, shit, ey. Aber es hört gleich wieder auf, schau mal. Gerade hat es noch richtig krass geregnet, jetzt ist das gar nicht mehr. Hoffen wir das Beste, Leute. Gebt euch die Wellen. Es ist echt schon mega nice hier in so einem, ja, quasi Riff, könnte man sagen. Ins Wasser? Schade, dass keine Sonne da ist. Ja. Aber nice, oder? Ich kenne irgendwie so. Wenn wir uns dachten, dann muss es nicht nass werden, wenn es regnet. Ich meine, der Regen stört mich ja nicht, aber unsere Sachen werden nass.
Leute, nach einer kleinen Badeeinheit und einer kleinen Katzenwäsche. Ben wäscht sich da hinten noch eben kurz die Füße. Wir konnten dort duschen. Denke ich mal, dass wir jetzt dieses Shark and Bake probieren werden. Ich habe schon mal Hai gegessen. Ich weiß nicht, ob Ben schon mal Hai gegessen hat. Das werde ich ihn dann gleich mal fragen. Aber auf jeden Fall bin ich gespannt, wie es schmeckt. Beziehungsweise auch überhaupt, was dort alles drin ist und so. Ich denke mal nicht, dass es nur Hai sein wird, weil es soll wohl so dönermäßig sein. Zumindest sieht es so danach aus. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Meine Augen tun noch ein bisschen weh vom Salzwasser. Das war ziemlich salzig dort, aber die Wellen waren halt mega geil. Leider war das Wasser nicht ganz so sauber, aber mal schauen. Ben zeigt lieber seine Gains. Butcher's Bake and Shark. Wie sieht es so danach aus? Das wäre hier Selbstbedienung. Wie funktioniert das? Ich weiß es nicht. Wie funktioniert das, Ben? Wie funktioniert das? Wie funktioniert sowas? Sag mal. Ich will einen Shark haben. Echt? Ja. Ich denke mal, die Leute nehmen sich das hier und gehen dann hier an die Kasse, oder? Fruits of Trinidad and Tobago. Ist es so ein Bake oder ist es so ein Potato Pie? Bake. Ja du, also wir haben jetzt hier dieses brotähnliche Brot bekommen. Dann hier, das ist der Shark. Und ja, und jetzt belegen wir uns das mit irgendwas. Ich weiß auch noch nicht genau, wie es funktioniert. Excuse me, can you tell me what sauce are there? Pepper sauce, yeah. Cilantro, yeah. Garlic. Garlic? Garlic sauce. Okay. Ketchup, mustard, thumb bread. Thumb bread? It's like a Mexican kind of long Caribbean. Ah, okay. It's tasty? Yeah, it's sweet and sour. Ah, okay, nice. Also ich werde jetzt erstmal mir diesen Hai-Döner belegen. Okay, alles klar. Ich werde es auch so machen, Leute. Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten mit dem Belegen. Ich habe jetzt hier nur so eine süße Soße genommen. Ben hat sich das Ding dönermäßig belegt mit Krautsalat, Gurken und Tomaten und allem. Mein Gemüse für heute. Dein Gemüse für heute und mein, keine Ahnung was. Auf jeden Fall soll das süß-sauer schmecken. Ich bin gespannt. Aber erstmal beißt du da rein und probierst. Ist das Hai? Ja, geil. Ja? Ja, gut. Ist nice? Ich bin auch. Schmeckt überhaupt nicht nach Fisch. Leute, ich will auch. So Leute, wir sind jetzt noch ein bisschen unterwegs. Und zwar machen wir jetzt eine Runde Yoga. Ben hat dort was ausfindig gemacht. Wir sind mit dem Taxi ganz hergefahren. Ich glaube, das hat 1,5 Stunden gedauert. Hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Aber der Verkehr hier ist enorm. Auf jeden Fall ist das hier der Raum. Das ist unsere Yoga-Lehrerin Safi. Und mit ihr machen wir dann jetzt hier gleich mal eine Runde spielen, hier eine Runde Yoga. Und wir machen Ballett. Ballett machen wir auch. Du, Arnold Schwarzenegger hat angefangen, um für seinen Busen zu trainieren. Hast du auch den gesehen? Generation Iron. Ja, genau. Da fängt er mit Ballett zu spielen. Ah. Aber Leute, ich muss euch was erzählen. Und zwar dieser Bengel hier, der jetzt hier gerade auf euch zuläuft. Oh, ja. Der war gerade auf der Waage. Ah. Das erste Mal seit 3 Wochen war der Bengel hier auf der Waage. Warte. Ich habe es fotografiert und ich habe auch den Gesichtsausdruck fotografiert. Leute, ihr glaubt nicht, was ich wiege. Ihr glaubt es nicht. Wo ist es denn? Hier. Und ich habe noch Serratus. So, das war das Gewicht. Und das war... Das war... Was ist das? Das war mein Gewicht, Leute. Ja, ja. Aber da sieht man auch warum. Siehst du dieses Runde? Das ist ein Kreis. Das ist alles im Gesicht, oder was? Das ist ein Kreis. Das ist ein richtiges. Ja, und ich bin noch knapp drunter. 99. Ich habe die 100 noch nicht durchbrochen, aber 99. Leute. Das ist ein Rekord von uns beiden. Ja, ich war noch nie so schwer.
Leute, mich trennen 2 Kilo von Ben. Ich wiege 102 Kilo. Aber ich habe noch Serratus. Ja, ich bin noch ein bisschen stärker als er. Man sieht es hier nicht, das Licht ist nicht ganz so gut. Aber für mich ein riesen Fortschritt. Naja, was heißt Fortschritt? Das ist natürlich das meiste, was ich davon habe, ist Fett. Fett und Wasser. Aber ich habe ja gesagt, okay, bis Weihnachten will ich die 100 Kilo schaffen. Jetzt habe ich es doch vorgezogen in der Karibik. Ich hab ja einfach zu viel gegessen anscheinend. Aber das Ganze trainiere ich mich jetzt wieder hier ab. Und zwar beim Yoga, Leute. Ich bin mal gespannt, was so kommt. Zur Entspannung. Alter, das ist anstrengend. Ey. Aber was man da für eine Körperspannung haben muss? Nee, die Muskeln sind einfach am Weg. Ja, das ist auch, das haben wir gemerkt. Und
Aber ich bin der Meinung, wir können uns genau auch bewegen, wenn wir es üben. Ja, ja, klar. Wenn man, das muss man jetzt keine Ausrede. Wenn man schießt, der sieht man ja bei Kai Greene. Kai Greene. Kennst du nicht seine Posen und so? Digga? Der macht Spagat auf dem Bühnen. Ja, stimmt. Achso, genau, richtig. Ja. Ja, genau. Das ist krass. Also, boah, das war echt anstrengend, wie wir uns hier verbogen haben und herumgedreht haben. Und Körperspannung muss halten, um Balance zu halten. Also ohne Scheiß, jetzt finde ich eigentlich cool. Yoga ist, man lacht immer so, glaube ich, ein bisschen bei Yoga. Man schmunzelt so darüber, aber schon... Ich weiß nicht, mein Rücken ist voll abgefuckt jetzt. Ja, jetzt. Also gut geht's mir jetzt nicht. Leute, ich aber bin total im Arsch. Aber wir haben es gemacht. Ich finde, ich mag sowas. Neue Sachen auszuprobieren. Ja, ja, deswegen. Man kann so, wie gesagt, ich wusste nie, dass Yoga wirklich so anstrengend ist und so intensiv sein kann. Und ich habe früher mal ein bisschen darüber belächelt. Jetzt finde ich es eigentlich interessant. Ich fand es auch ganz nice. Ich habe es gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich es wieder machen würde. Ich glaube, ich mache es nochmal. Keine Ahnung, weiß ich so nicht. Vielleicht im Urlaub oder so. Aber cool. Ich habe schon wieder Hunger, Leute. Namaste. Nee, ich habe auch Hunger. So, Leute sind gerade angekommen. War eine echt heftige Taxifahrt. Da steht die Karre noch im Hintergrund. Ben hat sein Handy verloren. Scheint wohl irgendwie im Taxi zu sein oder sowas. Er sucht da jetzt noch gerade nach. Man trippt hier so von einem Taxistand zum nächsten. Aber mit der Karre, mit der wir gerade gefahren sind, das war echt heftig. Also sie hat die ganze Zeit die Motorbremse benutzt. Alle Lampen haben geleuchtet, das Tacho ging nicht. Das Fahrwerk war total lahm. Wir sind da auch die ganze Zeit aufgescheuert. Und ja, es ist einfach eine Schrottkarre. Ich bin mal gespannt, ob Ben sein Handy wiederfindet. Ansonsten wäre es echt beschissen, wenn er es nicht wiederfinden würde. Mal schauen. Oh shit, ey. Shit. Wir können es anscheinend nicht wiederfinden. Sie ist ein bisschen schlecht drauf. Aber mal gucken. Mal schauen, Leute. So, Leute, wir sind jetzt wieder zurück in unserem Apartment. War eigentlich ein ganz nicer Tag. Ich hoffe, dieser Vlog wird euch gefallen. Ben hat sein Handy noch wiedergefunden. Das lag in der Innentasche von seinem Rucksack. Er hatte schon richtig Schiss, dass er es verloren hat. Ich wollte dann eigentlich noch in Downtown bleiben und dort ein bisschen rumschauen und dort was essen und so, aber Ben war die ganze Sache zu gefährlich. Das ist halt der gefährlichste Ort hier, so in Trinidad. Aber naja, wir sind dann halt mit dem Taxi von dort aus weitergefahren, zu Subway gegangen, haben dort noch einen Sub gegessen, waren noch kurz im Supermarkt, haben noch ein bisschen was Snackmäßiges geholt, was Süßes. Ich habe mir was Süßes geholt, Ben nicht. Ich zeige euch das mal. Da stehen sie, Pop-Tarts, Oreo. Leute, ihr wisst, ich bin absoluter Oreo-Typ. Ich stehe voll auf den Shit. Und ich habe ja gesagt, dass ich nicht clean bulken werde. Mehr so semi-clean. Ich achte halt darauf, dass eine gesunde Grundlage da ist, dass ich auch alle meine Micros bekomme und so. Und danach einfach mal schauen, was reingeht ins System. Ich hab noch nie so gebulkt, Leute, müsst ihr wissen. Einfach mal machen. Die Waage hat mir jetzt sozusagen recht gegeben, quasi. Naja. Checkt auf jeden Fall den morgigen Tag hier bei Ben ab. Und ich hoffe, dieser Vlog hat gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin. Ciao.